Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe eine gute Nachricht für euch dabei und eine schlechte. Die gute Nachricht zuerst, weil man soll ja bekanntlich immer mit dem Positiven anfangen, dann schmeckt das Negative nicht ganz so bitter. Es wird in nächster Zeit sehr, sehr viel für euch abzustauben geben. Gerade für die Free-to-Play-Player, aber auch für alle anderen hält World of Tanks in der nächsten Zeit, ja, etliche Sachen bereit, die man abstauben kann. Das Schlechte ist, und das hier ist so ein Vorbote davon, die Tore Mordors sind sperrangelweit offen. Ihr werdet ungefähr die nächsten anderthalb Monate, wenn nicht sogar zwei Monate, als geneigter World of Tanks Spieler das Gefühl haben, dass ihr gegen die Apokalypse und die apokalyptischen Reiter antretet. Warum? Heute, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gab es die Jahresbelohnung, die es jetzt schon seit einiger Zeit gibt. Das heißt, jeder Spieler, der länger als 4 Jahre dabei ist, hat einen VK-2801-105, den ich euch letzte Woche in einem Video vorgestellt habe, heute geschenkt bekommen. Zusätzlich haben je nach Jahren gestaffelt die Spieler diverse Anleihen, Credits, Booster, whatever, alles bekommen. Ja, ihr müsst euch, um das abzuholen, nur im Spiel einloggen. Und wie gesagt, alle die länger als 4 Jahre dabei sind oder 4 Jahre plus, die haben quasi diesen VK-2801H heute in ihrer Garage. Als wenn das noch nicht genug wäre, um quasi die Tore weit aufzustoßen. Ab Freitag beginnt ein 10-tägiger Marathon, bei dem ihr die Chance habt, den AMX 30 AP Prototyp zu erspielen, zu dem ich euch morgen ein gesondertes Vorstellungsvideo mitbringen werde. Im Übrigen, so wie der Patton rückwärts fährt, kann ich nicht wenden. Also ich habe hier nicht versucht, den Patton zu blocken, sondern ich wollte einfach nur wegfahren, weil das Gegnerteam da massiv pusht und der Patton ist einfach immer weiter rückwärts gefahren, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte, falls jetzt hier wieder das Gejammer in den Kommentaren losgeht. Also ich wollte da einfach nur weg, weil ich wusste, SCB-1, Emil etc., da habe ich keine Chance gegen. Und unsere Phase-1s, die stehen beide auf der falschen Seite. Ihr werdet auch unter anderem in den nächsten 2 Monaten das Gefühl haben, dass ihr quasi ständig gegen die Navy Seals im Gegnerteam kämpft. Und eure Mitspieler ein wenig den Anschein haben, als könnten es die Statisten aus den etlichen Zombie-Serien wie The Walking Dead sein. So ein bisschen macht es jedenfalls manchmal den Anschein. Und wie gesagt, die Vorboten davon haben wir diese Woche schon erlebt. Ab morgen quasi 10-tägiger Marathon. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter was zu erwähnen. Das Ganze wird wie gehabt stattfinden. Ihr könnt über 9er, 10er Aufträge das Ganze ein bisschen schneller machen oder ab Stufe 6 freier mit der quasi Gefechtserfahrung, nicht freier Erfahrung, mit der Gefechtserfahrung dann quasi diese Stufen abschneiden. Ich brauche euch auch nichts erzählen für die Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben zum Zocken, gerade in dem Vorweihnachtsstress vielleicht. Wenn ihr 50-60% schafft, dann seid ihr schon recht gut. Und wirklich nur Leute, die richtig viel Zeit haben, haben da die Möglichkeit, vielleicht komplett for free ein 8er Premium zu erspielen, den ihr dann nach Abschluss des Marathons bestimmt auch 2 Wochen lang auf den Servern geflutet sehen werdet. Ansonsten habt ihr halt nach wie vor die Möglichkeit, euch einen Rabatt zu erspielen. Und wer so viel Geld ausgeben möchte, der kann halt auch ab morgen sich das Ding quasi direkt kaufen. Dieser Marathon wird 10 Tage gehen und das Ende des Marathons wird einhergehen mit dem Ende des Battle Passes. Und weil es immer noch viele gibt, die noch nicht alle Panzer haben und vielleicht noch die Chance haben, sich durch das Erspielen des Battle Pass noch den einen oder anderen Panzer freizuschalten, werdet ihr auch ein massives Showdown-Finale erleben in, ja, Horror-Manier, wo quasi die Leute, die den Marathon noch durchjodeln müssen und den Battle Pass auch noch weiter jodeln müssen, sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben werden. Auch das verspricht spannende Gefechte und jede Menge Spaß. Meistens aber nur für das rote Team. Im grünen Team sieht der Spaß dann irgendwie anders aus. Den muss man dann für sich lernen, neu zu definieren. Beim Battle Pass ist es so, dass ihr quasi, wenn ihr jetzt die Marken nicht mehr ausgebt
die Marken dann, weil es die letzte Season des Battle Pass für dieses Jahr ist, die Marken automatisch ausgezahlt werden in Anleihen. Ja, also wenn ihr noch vorhabt, euch einen Panzer zu holen aus dem Battle Pass, dann solltet ihr das, ich glaube, bis zum 8. Dezember getan haben, weil dann ist der Battle Pass vorbei. Also, wir halten fest, Jahresbelohnung, die es ab heute gibt, ab morgen 10 Tage Marathon, Ende des Battle Passes und dann in der Woche nach Abschluss des Battle Pass und nach Abschluss des Marathon, denke ich, können wir davon ausgehen, auch wenn es bis jetzt offiziell nicht bestätigt ist, dass es wie in den Jahren zuvor die Holiday Oops gibt. Und die Holiday Oops laufen auch frei nach dem Motto Oops, I did it again. Und dann kommen Leute auf die Server. Ich will das gar nicht, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich will das gar nicht weiter ausführen und ich möchte auch gar nicht gemein sein, weil auch die sind herzlich willkommen. Aber es führt dann häufig dazu, dass es Leute sind, die wirklich nur einmal im Jahr in ihrer Urlaubszeit World of Tanks spielen. Und auch das führt zu ganz interessanten Konstellationen, die auch zu ganz interessanten Matchverläufen führen können. Ja. Und dann, falls es so sein sollte, dass dieses Jahr die Holiday Oops tatsächlich stattfinden, dann sind alle Schleusen von Mordor geöffnet. Diese Holiday Oops waren in den letzten Jahren, und das ist jetzt, wie gesagt, ich habe dazu keine Informationen, keine offiziellen Informationen, sondern das ist jetzt wirklich so ein bisschen predikten, wie es in den letzten Jahren abgelaufen ist. Die starten meistens in der Mitte vom Dezember und laufen dann bis Mitte, Ende Januar, wo ihr vielleicht wieder die Chance habt, eure Festtagsatmosphäre zu verbessern. Ihr habt wieder die Chance auf jede Menge gegambelt mit den Kisten. Ich habe auch schon wieder gelesen, dass etliche Leute sehr viel Geld angehäuft und gespart haben, um dann wieder kräftig rein zu payen, nur um dann im Januar das Spiel wieder zu beenden und quasi den Rest des Jahres sich darauf zu beschränken, sich darüber zu beschweren, wie scheiße denn die Zustände in World of Tanks sind. Und bei allem Spaß jetzt nochmal vielleicht ein, zwei Worte auf Neudeutsch Real Talk, ja. Also ich persönlich werde mir auch Weihnachtskisten kaufen, wenn es denn dieses Jahr welche geben wird. Warum? Weil es für mich einfach in den letzten Jahren auch immer eine super Gelegenheit war, die Goldvorräte wieder aufzustocken, die Chance zu haben auf einen Panzer. Aber auch hier sage ich gleich vorweg, das werde ich natürlich auch nochmal, wenn es dann tatsächlich Kisten geben wird, auch nochmal sagen, wenn ihr es nur auf spezielle Panzer, die da vielleicht drin sein könnten, abgesehen habt, dann solltet ihr es lassen und nur das Geld dann investieren, wenn ihr sagt, okay, die Premium-Spielzeit, die Goldreserven, den Ausbau der vermeintlichen Festtagsstufe, von der ich ausgehe, dass sie auch wiederkommt, das macht auch Sinn für euch und das ist es für euch auch wert, dann macht es Sinn, Geld in die Hand zu nehmen und sich die Weihnachtsboxen zu kaufen. Jetzt nur auf spezielle Panzer, die natürlich immer auch irgendwie als Lockmittel da drin sind, zu spekulieren, davon würde ich ganz dringend abraten. Wovon ich auch abraten würde, ja? Also ich persönlich bin jemand, klar habe ich Sachen an dem Spiel auszusetzen und es gibt einige Sachen, wie zum Beispiel die Radpanzer, nach wie vor irgendwie die Klasse der Arti, die Map-Beschaffenheiten etc., OP-Fahrzeuge in den unterschiedlichen Stufen, die immer noch nicht richtig gebalanced sind. Ich denke da so an so einen Kranwagen, der hier vor uns steht. Ich denke da an den VZ-55, einen STB-1, aber auch die Reward-Panzer wie den Chieftain. Also es gibt durchaus einige Baustellen in World of Tanks, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin. Aber das Spiel macht mir nach wie vor so großen Spaß, dass ich es fast täglich spiele und dass ich es, was der ein oder andere manchmal in Frage stellt, aber das ist wirklich meine ehrliche Meinung, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich quasi richtig Bock weiterhin jeden Tag, wenn ich World of Tanks starte, klar rege ich mich mal über die Mitspieler auf, klar rege ich mich mal über das Game auf, aber ich habe trotzdem immer nach wie vor noch mega Bock. Und zum Beispiel Tarkov ist ja auch ein Spiel, was ich jetzt eine ganze Zeit lang immer parallel neben World of Tanks gestreamt habe. Das hat mir jetzt zum Beispiel gar keinen Spaß gemacht, einfach weil da bestimmte Sachen im Spiel sind, wie der Medikamentenmissbrauch, also keine Ahnung, diese Pre-Medication für die Leute von euch, die Tarkov kennen. Aber es gibt da einige Elemente, die haben mir so ein bisschen den Spaßfaktor an dem Spiel geraubt und zum Teil ist es mir auch zu tryhard.
Ich werde sicherlich, wenn da in dem Spiel mal wieder gepatcht wird und mal neuer Content kommt, auch wieder reinschauen. Aber in World of Tanks hatte ich das zum Beispiel noch nie, dass ich jetzt so wirklich gesagt habe, boah, nee, habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Also das World of Tanks macht mir einfach Spaß und deswegen, auch wenn ich viele Baustellen da sehe, vielleicht auch mit dem etwas erfahreneren Auge, weil ich schon knapp 100.000 Gefechte in dem Spiel gemacht habe. Da gibt es immer Sachen, die man als erfahrener Spieler sicherlich auszusetzen hat, die man besser machen könnte. Aber grundsätzlich bin ich nach wie vor mit dem Spiel einverstanden. Ich werde natürlich immer, wenn mich was stört, trotzdem weiter das ansprechen und hoffen, in der stillen, leisen Hoffnung, dass Wargaming das verbessert. Aber jetzt kommen wir zu den Leuten, die vielleicht mit Sachen unzufrieden sind und dann trotzdem Weihnachten immer, also wirklich massiv unzufrieden, so unzufrieden, dass sie vielleicht zwischendurch aufgehört haben zu spielen, dass sie vielleicht nur noch sporadisch spielen. An diese Fraktion appelliere ich jetzt hier, dass ihr euch dann besser vorher gut überlegt, wollt ihr jetzt wirklich quasi Geld für diese Weihnachtsboxen ausgeben? Also nur mal, dass ihr euch nochmal vor Augen führt, der Kauf von Ingame-Produkten aller Boxen oder Premium-Panzer, Premium, alles was mit irgendwie mit Echtgeld oder Gold bezahlt wird, sind ja Premium-Güter im Spiel. Und die Message, die ihr mit dem Kauf sendet, ist, ich bin ein zufriedener Kunde und ich kaufe gerne wieder ein. Wenn ihr jetzt also kein zufriedener Kunde seid und ihr habt Sachen auszusetzen, die für euch wirklich nicht tragbar sind, ob es das Spielerlebnis ist, ob es das Kartendesign ist, ob ihr sagt, ey, mir ist dieses Ungleichgewicht an Panzern, geht mir so krass gegen den Strich, dann solltet ihr euch auch wirklich überlegen, ob ihr euch dieses Jahr diese Boxen kaufen wollt. Das heißt, ich will hier in gar keiner Art und Weise euch dazu animieren, kein Geld auszugeben, warum auch. Ich meine, grundsätzlich, ich als Content Creator und Streamer von World of Tanks, freue mich natürlich über jeden, der meine Leidenschaft teilt, weil das dann auch potenzielle Leute sind, die meine Videos gucken und die meine Streams gucken. Ganz klar. Aber, wie gesagt, ich will an die Leute appellieren, die sehr unzufrieden sind, die zum Teil mit der Spielsituation vielleicht nicht zufrieden sind, dann auch das Portemonnaie Weihnachten mal stecken zu lassen, um die Message, die ihr vielleicht gerne senden wollt, dann auch wirklich zu senden. Weil solange der Rubel fließt, wird sich so schnell nichts ändern. Und warum sollte man auch, wenn die Leute bereit sind, weiter Geld auszugeben, dann ist ja das Echo, was dabei dann entsteht, oder das Feedback, dass alles in Ordnung ist. Nur mal so ganz kurz, neben dem Spaß aus dem ersten Replay, wollte ich das hier nur nochmal gesagt haben, ja, und nochmal da an euch appellieren, dass ihr vorher drüber nachdenkt, was ihr denn da so tut. Bevor wir jetzt hier gerade dabei sind, die nächste Runde zu verlieren, weil die SEK-Kräfte im Gegnerteam uns wieder massiv in die Mangel genommen haben und wir wieder mit, ja, fragwürdigen Mitspielern unterwegs sind. Aber mein Gott, ja, am Ende des Tages ist es ein Spiel, es soll ein Spiel bleiben. Und wie gesagt, es wird an Weihnachten und jetzt in den nächsten Tagen sicherlich viele Leute geben, die ihren Account reaktivieren, die sich mal wieder einloggen, die einfach mal wieder spielen, weil es auch wieder was umsonst gibt. Das ist einfach eine Sache, auf die müsst ihr jetzt vorbereitet sein, auf die solltet ihr vorbereitet sein. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen mit humoristisch eingepackt, die News, die es so gibt. Also einmal die Jahresbelohnung, der Marathon, die wahrscheinlich kommenden Holiday-Oops. Wer sagt, ich habe darauf gar keinen Bock, der lässt das Spiel besser die nächsten 2 Monate aus. Ich persönlich werde weiterhin natürlich so gut wie jeden Tag für euch am Start sein und mich dieser Apokalypse stellen und die apokalyptischen Reiter köpfen und dann hoffen, dass auch das grüne Team hier und da den Sieg davonträgt gegen die roten Horden. In dem Sinne hoffe ich, dass das Video einigermaßen informativ für euch war. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!